zwar auf die Gefahr hin, dass ich heute aussehe wie ein frisch gerupftes Rebhuhn, aber ich möchte mich heute lecker mit euch zusammensetzen und meine Parfumsammlung durchgehen. Ich habe die hier unten stehen und bin gerade ein bisschen entsetzt, entgeistert und auch begeistert, dass das so viel mittlerweile ist. Ich sammle ja mittlerweile Parfums, denn es ist so ein schönes Hobby geworden. Es macht einfach so viel Spaß, die verschiedenen Duftnoten rauszuriechen und darüber zu lesen und ja, was über die Geschichte des Parfums zu erfahren. Und ja, ich habe hier einiges mit euch durchzugehen, deshalb werde ich auch jedes einzelne Parfum nur so einzeln anreißen. Ich werde zu verschiedenen Düften so einzelne Duft-Reviews machen und so Videos, die ich schon so halb in meinem Kopf geplant habe, schon für den Herbst. Gerade hier so Tom Ford-Geschichten, da freue ich mich total drauf. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, was ich alles in meiner Parfum-Sammlung, Kollektion habe, dann bleibt dran. Beginnen wir mit etwas frischerem Duft Mamushka. Und da habe ich von Rituals das Blossom Water in der Version Cherry Blossom. Das hat jetzt eine andere Verpackung. Das ist jetzt so rosa Glas mit weißem Deckel, glaube ich. Genau, das ist jetzt zwar kein Parfum an sich, das ist halt ein Body Mist. Aber für mich hat es wirklich was von einem Eau de Toilette. Gerade die Cherry Blossom Reihe ist für mich die allerliebste Reihe bei Rituals. Die riecht einfach so genial. Einfach nach Kirschblüte, richtig schön hell und ein bisschen fruchtig, aber sehr floral, aber angenehm floral, so wunderschön. Finde ich sehr entspannt, den Duft. Damit sprühe ich auch gerne mal mein Bett ein. Gerade im Frühling ist das ein wunderschöner Duft. Wenn ich den trage, werde ich ständig angesprochen, was ich drauf habe. Ich sprühe mir den auch so ein bisschen in die Haare und halt überall hin. Und der hält für mich verdammt lange. Also gerade dafür, dass es ein Body Mist ist, schaut euch den unbedingt mal an. Der ist so toll. Muschka. Dann fiel mir hier eine kleine Duftminiatur in die Hände. Und zwar Tommy Girl von Tommy Hilfiger. Und ja, ich weiß nicht. Also es ist kein schlechter Duft, es ist ein etwas sportlicherer Duft, würde ich sagen. Relativ frisch, aber trotzdem so ein kleines bisschen musky. Ich habe den damals in einer Douglas-Box irgendwann mal bekommen, also als Deluxe-Probe und habe davon nicht viel verbraucht, weil ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht so ganz mein Ding. Vielleicht benutze ich es einfach so als Toilettenspray. Oh Gott, das hier ist ein ganz altes Charrettchen und zwar von Christina Aguilera By Night. Das hatte ich damals bei einer Bekannten, als wir uns begrüßt haben, habe ich gesagt, oh mein Gott, was riechst du, Alter? Warum riechst du? Warum diese? Ich habe sie gefragt, wonach sie so schön duftet und sie hat halt gesagt, nach diesem. Und der ist auch gar nicht schlecht. Ich habe ja auch sehr viel verbraucht damals, aber mein Gott, wann habe ich den gekauft? Mit 22? Ist halt so ein typischer Drogerie-Popsängerin-Duft, ne? Recht süß. Also so ein Basic-Bitch-Duft, würde ich jetzt mal sagen, ne? Nie. Dann, meine Freunde, bin ich auch sehr, sehr froh, wenn ich mal Geld sparen kann bei Parfums. Und das ist sehr gut bei den Parfum-Dupes, die es gibt. Und zwar gibt es ja bei DM, Rossmann und Müller. Was war das denn jetzt hier wieder für ein geschmeidiger Haarstreicher? Bei DM, Müller und Rossmann gibt es die Marke Larif. Ich glaube, Müller hat das beste Sortiment, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gibt es halt Parfum-Dupes zum Preis von 5, 6 Euro. Und die sind halt wirklich zum Teil richtig gut. Ich habe hier zum einen den Larif Duft In. Das ist das Dupe zum Armani C. Und Leute, ich kann keinen Unterschied erkennen. Klar, die halten alle nicht so lange wie die Originaldüfte, weil halt die Essenzen nicht so hoch konzentriert sind wie in den Originaldüften. Aber vom Duft tut sich da wirklich gar nichts. Das ist so wunderschön, gerade für den Sommer. Sehr süß zwar, aber eine angenehme, cremige Süße. Sehr, sehr hell, sehr, sehr schmeichelnd und ladylike. Und ja, ich liebe den unglaublich. Also da gehe ich auch wirklich überall drüber. Dann habe ich noch ein ganz tolles Dupe entdeckt und zwar zu Chanel Coco Mademoiselle. Und ich weiß, viele werden jetzt aufschreien, oh mein Gott, das absolute Dupe zu Coco Mademoiselle ist doch von Needle Das Suddenly. Ja, ich muss aber sagen, dass dieses hier deutlich besser ist. Das von Needle ist meiner Meinung nach sehr, sehr zitrisch und So Madame von Larif, so heißt das Dupe, kommt dem Coco Mademoiselle wirklich am nächsten, finde ich. Das hat auch dieses etwas tiefere, nicht zu zitrische, sehr geheimnisvolle. Es riecht schon mehr, ja, expensive. Also ich finde, dieses Dupe kommt dem Mademoiselle so nah. Das ist wirklich unverschämt. Und es hält auch noch recht lang. Und ihr könnt damit wirklich nichts falsch machen. Ich glaube, jetzt vor kurzem gab es die sogar für 5 Euro. Und so eine riesen Pulle hier sind immer 90 Milliliter drin. Klar, ihr müsst davon ein bisschen mehr sprühen. Aber ich habe den jetzt schon sehr oft benutzt. Und da ist jetzt noch nicht so viel von weg. Und ich kann euch da wirklich nur meine Empfehlung aussprechen. Das letzte Dupe, was ich von Larif habe, ist das Moon for Women. Das ist das Dupe für Boss Nui. Ich glaube Boss Nui. Ja, ich schreibe es nochmal unten in die Infobox rein. Aber genau dasselbe. Es riecht für mich genau gleich. Hat einen sehr floralen Geruch, sehr sophisticated. Also
für einen Abend, wenn man ausgeht in einer schönen Sommernacht, ist das sehr, sehr toll. Ja, einfach ein richtig schöner, floraler, netter, süßer Duft und ja, und es kommt im Original einfach wirklich sehr, sehr nah. Und wir laufen ja nicht nur so durch die Gegend, Leute, wir wollen ja auch ein bisschen sparen, ne? Und wenn wir uns gerade schon in der Drogerie befinden, bleiben wir doch auch nochmal kurz da. Bleiben wir im Rossmann und reden wir über Dieter von Tees. Ich habe 2 Dieter von Tees Düfte, das hier ist einmal Erotik und für einen Drogerieduft ist das wirklich bemerkenswert. Das ist ein richtig dunkler, tiefer, ledriger, holziger Duft, den es in der Drogerie eigentlich nie gibt. Also da gibt es ja eigentlich nur so quietschsüße Teenie-Düfte, aber das ist wirklich eine erwachsene Frauenduft, also richtig sexy. Oh, das ist so wunderschön. Und dreimal dürft ihr raten, was mit diesem Duft ist. Er soll aus dem Sortiment genommen werden. Ja, es ist wirklich ein Trauerspiel. Der kostet jetzt nur noch 8 Euro, also geht unbedingt in den Rossmann und holt euch den. Den gibt es, glaube ich, jetzt auch in so einer Limited Edition Verpackung. Das ist dann jetzt so eine ganze Goldverpackung. Und der Duft ist einfach so wunderschön. Wie gesagt, süß, holzig, ledrig, sehr erwachsen, sehr feminin und sexy. Also den muss man sich unbedingt anschauen. Oh Gott. Des Weiteren habe ich mir auf die Empfehlung von der lieben Geeken Chic das Dieter von Tees Eau de Parfum gekauft. Das ist halt diese geschmeidige schwarze Verpackung. Und das ist schon eher ein bisschen sommerlicher. Das ist sehr floral. Am Anfang mochte ich es nicht so, weil da Jasmin drin ist und ich hasse Jasmin-Düfte. Also das könnt ihr euch bei mir merken. Ich hasse Jasmin-Düfte, ich hasse zu zitrische Düfte und zu frische Düfte. So. Aber diese starke florale Note kommt am Anfang schon bei mir durch und es wird einfach mit der Zeit deutlich tiefer, sehr viel angenehmer, ein einfach richtig schöner, sexy Sommerduft, der einfach auch für so eine selbstbewusste Frau toll geeignet ist. Das ist einfach so, oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe die Dieter von Tees Düfte. Ich möchte mir auch den anderen in der violetten Verpackung mal anschauen. Ich finde auch die große Verpackung davon so toll. Das gibt, da ist so ein Knautschding, wo man dann so sich so einsprühen kann. Okay. Ich glaube, ich gehe gerade ziemlich geschickt vor. Wir arbeiten uns nämlich von günstig zu sehr teuer hoch. Und hier habe ich noch einen sehr günstigen und sehr, sehr schönen Duft. Und zwar von Zara, das Oriental for Women. Und das riecht für mich wie Zuckerwatte, karamellisiertes Popcorn. Das ist einfach ein wunderschöner, quietschsüßer Duft, muss ich euch leider sagen. Also wenn ihr empfindlich seid, kriegt ihr Kopfschmerzen davon, definitiv. Aber ja, ein richtig wunderschöner, cremiger, süßer Duft. Der ist so, so schön. Und für den Preis, also die... Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Das ist die 30 Milliliter Größe und die hat, glaube ich, 6 Euro gekostet, wenn nicht noch weniger. Und, ach Gott, der hält auch so lange, gerade in den Haaren und auf den Klamotten. Riecht auf jeden Fall mal dran. Zara-Düfte sind wirklich so ein Geheimtipp. Da gibt es wirklich tolle Schätze zu ergattern, günstig und gut. Diesen Duft hier hat mir meine liebe Geeken Chic damals geschenkt. Und zwar ist es von L'Occitane, das En Provence Magnolia & Myrrhe. Und zwar riecht er auch sehr floral, so ein kleines bisschen altbacken, würde ich sogar sagen. Aber hat auch so eine schöne Tiefe, so eine leichte Rauchigkeit. Und ja, ich weiß gar nicht, wann man den zu welchen Anlässen, so am besten auch abends, würde ich sagen. Also so daily appropriate ist der, glaube ich, nicht. Also eher für den Abend, würde ich sagen. Sehr, sehr sommerlich. Also ich trage den im Sommer sehr, sehr gerne. Habe ich auch letztes Jahr, als ihr mir den geschenkt habt. Vielen Dank nochmal. Sehr schönes Parfum. L'Occitane hat wirklich sehr interessante Düfte. Ich glaube, die haben auch so einen Vanille und Amber. Der war sehr interessant. Aber der ist wirklich sehr schön. Schaut euch den mal an. Darf ich vorstellen, mein liebster Sommerduft dieses Jahr. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Van Cleef & Arpels Orients ist das. Und ach, dieser Duft ist einfach... Er ist nicht frisch, aber er hat so eine cremige, süße Frische, was ich ja so sehr liebe. Da ist auch Vanille drin und so Pralinen-Düfte sind da drin. Und, oh mein Gott, er hat auch leicht was von Himbeere, also was süß-cremiges, was ich ja so liebe. Und das ist für mich die perfekte Mischung. Das ist genau der richtige Sommerduft für mich. So ein heller, klarer, wunderschöner Duft. Und der Flakon, hallo, seht euch den Flakon, wie schön er changiert am Deckel. Das ist, oh mein Gott. Der ist auch gar nicht so teuer, schaut euch den auf jeden Fall mal an. Ich verlinke euch übrigens mal Seiten unten, die sehr günstig sind für Parfums, denn ich würde nicht empfehlen, bei Douglas einzukaufen, denn da sind die Parfums einfach unverschämt schweineteuer und ich verstehe es nicht, Leute. Traumhaft schöner, süßer, heller, cremiger Duft. Unbedingt anschauen oder anriechen, anriechen. Dieser Duft lässt mich so ein kleines bisschen nostalgisch werden und zwar ist das Hypnosenses von Lancôme. Ach Gott, jedes Mal, wenn ich es rieche, da werde ich auch direkt glücklich. Und zwar erinnert es mich an eine sehr unabhängige Zeit, damals, als ich meine erste eigene Wohnung hatte. Und ich habe es damals irgendwie immer gemacht, dass ich mir jeden Monat die Cosmopolitan gekauft habe. Warum auch immer, weil ich wahrscheinlich so très chic sein wollte. Und in der Cosmopolitan war so eine kleine, da sind ja immer solche Duftsachets drin oder solche Folien, die man abziehen muss und dann riecht man daran. Und damals kam der Duft neu raus und da habe ich das mal gerochen und ich dachte, oh mein Gott,
Der ist ja wunderschön. Und seitdem bin ich halt jedes Mal in irgendeine Parfümerie reingegangen und habe mich damit eingesprüht. Ich war mir immer zu geizig, den zu kaufen, weil der einfach damals sehr, sehr teuer war. Mittlerweile ist er etwas günstiger. Und dann habe ich mir irgendwann doch gekauft. Das hier ist jetzt meine zweite Flasche. Und ja, ich verbinde einfach Unabhängigkeit und ja, eine wunderschöne Zeit. Und der Duft ist sehr, oh Gott, wie soll ich das jetzt beschreiben? Da ist Honig drin und der kommt irgendwann sehr, sehr stark raus, was wunderschön ist. Ja, auch so ein kleines bisschen mysteriöser, geheimnisvoller. Jetzt nicht der typische Lancôme-Duft, den man so kennt, Tresor oder so. Der ist schon etwas spezieller. Der hat irgendwas ganz Eigenes. Das kann ich jetzt gar nicht so gut beschreiben. Riecht auf jeden Fall mal dran. Ich glaube, im Douglas gibt es den gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall im Müller unbedingt ansehen, anriechen. Nun ein Duft, auf den ich eine Zeit lang so scharf war, weil der immer ausverkauft war. Und ich glaube, jetzt ist es immer noch ein Bestseller von Laura Mercier. Das Eau Gourmande Ombre Vanille. Und Gourmand bedeutet immer, dass es sehr, sehr süß zugeht, meine Damen und Herren. Also der ist wirklich knallersüß. Aber das Witzige daran ist, es ist Ombre Vanille und hier ist gar keine Vanille drin. Das ist irgendwie total kurios. Der riecht sehr, sehr stark und sehr, sehr weit. Ich kriege jedes Mal Komplimente, wenn ich den trage. Aber zu viel davon auftragen ist auch ein kleines bisschen gefährlich, denn es ist wirklich sehr, sehr stark, was man gar nicht vermuten mag. Aber oh, der riecht so wunderschön. Ich habe es, glaube ich, schon damals mal erklärt, als ich ihn gezeigt habe, als ich ihn mir gekauft habe. Nach einer alten französischen Bäckerei, in der Vanillekipferl gebacken werden. So wunderschön warm und vanillig. Und ich fand es auch lustig. Irgendwann hat mal eine Kollegin zu mir gesagt, oh mein Gott, du riechst aber heute sehr vanillig. Und ich so, ja. Nee, der ist wirklich so wunderschön. Gerade zur Weihnachtszeit trage ich den sehr gerne oder im Winter. Es gibt einfach einem so eine wunderschöne Wärme und man fühlt sich wohl und geborgen und ja, direkt Lust, Plätzchen zu kaufen. Ich glaube, ich habe letztens sogar schon Plätzchen bei Aldi gesehen. Weihnachtsplätzchen, oder? Die werden jetzt schon langsam verkauft. Ist ja auch erst Anfang August. Wunderschöner Duft von Laura Mercier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hier drin sind. Was ist denn da? Was steht da drauf? 50 Milliliter. Ich glaube, die kosten 50 Euro. Es geht eigentlich noch. Also dafür, dass der wirklich so lange hält, jedenfalls bei mir. Parfum verhält sich auf jeder Haut anders. Bei mir hält er sehr lange. Ich finde ihn wunderschön. Kommen wir zum nächsten Streich und da bin ich unglaublich traurig, dass es diesen Duft nicht in Deutschland gibt. Das ist von Elizabeth & James, das Nirvana Black Parfum. Elizabeth & James ist ja die Marke von Mary-Kate und Ashley Olsen. Und ich bin so traurig, dass es die nicht in Deutschland gibt. Gibt es bei Sephora. Das hier ist jetzt ein Rollerball, den hat mir letztes Jahr Gegne Chic zu meinem Geburtstag geschenkt. Und dieser Duft ist einfach so. Sehr, sehr tief, sehr mysteriös, sexy, rauchig, vanillig. Also, oh, das ist einfach, ja, ihr seht mein Konzept, ne? Also wirklich sehr, sehr dunkler Duft, wie auch der Name schon sagt. Aber ein so traumhaftes Parfum. Ich bin so, oh Gott, ich finde es so schade. Warum gibt sowas nicht in Deutschland? Und Sephora, man kann da leider keine Parfums nach Deutschland bestellen. Es geht einfach nicht. Ich habe es versucht. Auch keine Roller Balls, was ich besonders albern finde, aber es geht nicht. Falls ihr wisst, wie man da in Deutschland rankommen könnte. Und ich rede jetzt nicht von Amazon oder eBay, denn da werden die für horrende Preise vertickt. Das ist schon gar nicht mehr feierlich. Falls ihr da was wisst, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Denn dieser Rollerball geht bald auch zur Neige. Denn ich verteile den immer gerne hinter den Ohren oder auf den Handgelenken oder hier in der, ne, in der Armbeuge. Ach Gott, so ein wunderschöner Duft. Also bitte, bitte helft mir. Ich hätte den gerne in der größeren Version zum Sprühen, denn der ist einfach nur einzigartig schön. Dann ist es noch gar nicht so lange her, dass ich mir dieses Parfum gekauft habe. Und zwar von Victor und Rolf, das Spice Bomb Extreme. Das normale Spice Bomb riecht schon richtig gut. Also Leute, das ist absolut Unisex. Also liebe Frauen, haltet euch auch mal so ein bisschen in der Männerabteilung auf. Da gibt es so interessante und tiefe Düfte. Viel interessanter als die für Frauen, finde ich zum Teil. Und ach, der riecht auch, wie alle meine anderen Errungenschaften, vanillig, sehr würzig zu Anfang. Da ist auch Pfeffer drin, der kommt auch am Anfang ziemlich durch, aber das klingt irgendwann ab. Rauchig, würzig, wunderschön, Tabakblatt. Oh, das ist so wie so eine kleine Zigarrenkiste to go. Also das ist so ein wunderschöner, also dieses Feeling, das ist einfach immer, es ist gemütlich. Also ich sprühe mich da Kopf bis Fuß quasi ein und meine Klamotten riechen danach. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen im Herbst, wenn dann mein Schal danach riecht und ich mich dann so einkusche, das ist so ein gemütlicher, schöner Duft und ich liebe den abgöttisch. Das Einzige, was ich an dem hier zu bemängeln habe, der hält leider überhaupt nicht lange. Das ist so schade. Also der hat schon einen schönen Duftverlauf, aber wirklich nur über ein paar Stunden und dann ist er schon wieder weg. Also das tut mir wirklich weh, denn billig war er auch nicht und das ist sehr, sehr schade. Aber ich habe gleich einen anderen Duft, der in die Richtung geht und noch viel besser, der
Millionen Stunden hält, aber auch Asche kostet. Sehr viel Asche. Kommen wir zu meiner kleinen Serge Loutre-Sammlung. Da habe ich 3 an der Zahl. Serge Loutre-Düfte sind Nischendüfte. Die gab es eine Zeit lang sehr günstig beim TK Maxx. Und da war ich sehr, sehr froh und habe natürlich zugegriffen, denn die Preise, die waren unschlagbar. Und da habe ich natürlich den Klassiker. Darauf hat mich auch Geek'n Chic gebracht. Geek'n Chic ist quasi mein Parfum-Guru. Die weiß einfach so viel über Nischendüfte und alles, was halt geheimnisvoll und rauchig und dunkel ist. Also wir haben auch denselben Duftgeschmack. Also sie hat mich quasi dazu gebracht, endlich mal mich für dunklere, tiefere Düfte zu interessieren. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Also vielen, vielen Dank. Cher Gouy von Serge Loutre, das ist ein absoluter Klassiker und der wird immer beschrieben als Wüstenwind, der oft seine Richtung wechselt, also quasi zu jeder Tageszeit anders riecht. Und für mich riecht er nach dem perfekten Herbstspaziergang. Nach Rauch, so ein bisschen honigmäßig, sehr, sehr weich und schmeichelnd warm. Also der ist einfach auch so ein richtig gemütlicher Duft und der wird mit Sicherheit nicht allen gefallen, aber oh Gott, der hält auch also Serge Loutre-Düfte. Die klammern sich quasi an euch, die halten so lange und der hat so einen wunderschönen Duftverlauf. Wie gesagt, der wird immer cremiger und weicher und wärmer und der Honig kommt so schön raus. Und ja, ich möchte einfach nach draußen gehen, durch das bunte Laub warten und ja, mich auf eine Bank setzen und einfach das wunderschöne Wetter und das tolle Herbstlicht genießen. Und ach Gott, ich fange an zu träumen. Also den werde ich im Herbst so durch und durch tragen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Des Weiteren von Serge Loutre habe ich Féminité de Bois. Und zwar riecht der für mich sehr stark nach einem Gang über den Weihnachtsmarkt. Also der riecht für mich nach Glühwein. Féminité de Bois soll ein Parfum mit sehr, sehr starken, sehr vielen Holzanteilen sein. Kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Vielleicht muss ich ihn mal länger tragen. Ich habe den jetzt noch nicht so oft getragen, aber der ist wirklich sehr, sehr süßlich. Aber halt weihnachtlich, finde ich. Total weihnachtlich, glühweinmäßig. Und ja, man kommt direkt in Weihnachtsstimmung, wenn man dran riecht. Jetzt nicht unbedingt bei dem Wetter. Heute ist es wieder recht warm. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es ein absoluter Spaziergang über den Weihnachtsmarkt und ja, deshalb werde ich den auch zur Weihnachtszeit sehr, sehr oft tragen. Ein Duft von Serge Loutre, über den ich leider nicht mehr so sicher bin, ist Serge Loutre Serge Noir. Und zwar riecht der für mich mittlerweile ein kleines bisschen zu männlich, also richtig musky, sehr würzig, also wirklich sehr, sehr würzig. Und ich habe es versucht, aber irgendwie werde ich mit dem nicht warm und ich glaube, ich möchte den noch wieder verkaufen. Also sollte einer von euch Interesse haben oder jemanden kennen, der den gerne haben möchte, schreibt mir. Oh Gott, das sind doch heute wieder Zustände wie bei QVC hier. Heute ein Tagesangebot, Serge Loutre, Serge Noir. Die Hotline ist jetzt geöffnet. Ein weiteres Nischenparfum aus einer sehr, sehr dunklen Nischenparfümerie in Frankreich. Ich stelle es mir jedenfalls so vor, dass es ein dunkles Burggemäuer ist mit alten Zombie-Nonnen, die Parfums brauen. Und zwar von, Achtung, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Brécourt, keine Ahnung. Und zwar die Version Farah oder Farah. Und der, meine Damen und Herren, riecht, lasst es mich kurz beschreiben, nach absolut authentischem Apfelkuchen. Und zwar mit Mandelsplittern oder, nee, am besten, nee, besser noch. Mit Walnussstücken, am besten noch karamellisierte Walnussstücke. Oh ja, karamellisierte Walnussstücke, Mamuschka. Also nochmal, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Warmer Apfelkuchen mit karamellisierten Walnussstücken und dann noch Sahne drauf. Nein, 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 nochmal, nochmal, nochmal. Nach warmem Apfelkuchen mit karamellisierten Walnussstücken, Zimt obendrauf, so, und, Leute, Sahne. Der ist so schön zimtsüß und man denkt einfach an Herbst-Wintergebäck und draußen ist es kühl und die Blätter sind schon fast alle von den Bäumen gefallen und drinnen ist es warm und es ist ein wunderschönes Kaminfeuer da und man setzt sich hin mit einem Kakao und mit seinem Kuchen und das ist einfach der Geruch, der ist so angenehm, so, oh Gott, der hüllt einen komplett in so eine schöne warme Wolldecke und man möchte sich einfach nur zusammenkuscheln und Gott, also wenn euch das nicht genug ist an Beschreibung, Leute, dann weiß ich aber auch nicht.
Den habe ich übrigens bei Aus Liebe zum Duft bestellt. Eine der besten Parfumseiten, die es gibt, Leute. Ich hatte den bestellt, am nächsten Tag war der schon da und es war einfach der beste Service, den ich je erhalten habe. Ich verlinke euch die Seite auf jeden Fall mal unten. Die haben mir ein wunderschönes Päckchen geschickt. Das Päckchen war mit Seidenpapier ausgelegt. Das Papier war einparfümiert. Es lag noch eine Feder oben drauf, die mit einem Parfum einparfümiert war. Und es waren handgeschriebene Karten dabei und die haben mir ein schönes Wochenende gewünscht mit Handschrift. Ich lege da so viel Wert drauf. Dann war da ein Plätzchen drin und 5 Proben, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Es war alles so wunderschön angerichtet und ich dachte mir, meine Güte, so ein Service, dass es sowas überhaupt noch gibt, das ist überhaupt nicht wahr. Also Aus Liebe zum Duft, ich kann euch nur empfehlen, da zu bestellen. Und, da gibt es auch sehr viele Nischendüfte, also da findet ihr auf jeden Fall sowas. Und Gott, Leute, es ist einfach nur der absolute Traum. Oh mein Gott! Das Video regt mich einfach unglaublich auf, aber es geht immer noch weiter. Dieses Schätzchen habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Haul gezeigt. Und zwar ist es von Roberto Cavalli, das Tiger Oud. Ich mache es euch nochmal vor, ich weiß doch, dass ihr es wollt. Die Verpackung und der Flakon sind einfach schon königlich, wie das hier oben ja schon aussieht, wie so eine Krone, ne? Und der Duft, Leute, Herbstduft. Also ich glaube, wir haben hier einen roten Faden, das sind alles, fast alles Herbstdüfte. Aber das ist eine richtig dunkle, beschwipste Rose. Ich hab's euch, ich verlinke euch mal mein Video, da habe ich es euch schon erklärt. Also, ne, Eisentor mit Rosen berankt, schwarze, dunkle Eichen, die drumherum stehen. Sehr holzig, sehr dunkel, sehr tief, sehr sexy. Ach, einfach nur wunderschön. Wenn ihr Rosendüfte mögt, werdet ihr den lieben. Das habe ich mir gerade selbst ausgedacht. So, Freunde, jetzt geht's in die Vollen. Kommen wir zu meiner kleinen Tom Ford-Sammlung. Und ich muss einfach sagen, Tom Ford gehört zu meinen absoluten Lieblingsdüften. Einfach die komplette Kollektion, ich sag, ja gut, okay, fast die komplette Kollektion, entspricht einfach vollkommen meinem Geschmack. Erwachsene Düfte, sehr tief, sehr mysteriös, sehr dunkel, genau mein Ding. Und angefangen hat die Obsession letztes Jahr auch Christina von Gegenschick, hat mich drauf gebracht und hat mich in diese Welt eingeführt. Genau wie andere Sachen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ebenfalls TK Maxx, denn da gibt es so viele tolle Schätze zu entdecken, unter anderem auch Tom Ford. Und das hier ist der erste Tom Ford Duft, den ich mir gekauft habe, und zwar Tom Ford Black Orchid. Die Flasche, hallo, können wir bitte sterben, das ist einfach nur ein absoluter Traum, dieser kegelförmige Flakon, es ist einfach, oh Gott, und diese Goldplakette, einfach super edel und der Duft... Freunde, schnallt euch an. Das ist das dunkelste Florale, was ich jemals gerochen habe. Also wenn man da nicht an ein Tim Burton-Szenario denkt, dann weiß ich auch nicht. Super dunkle Orchidee, die einfach umhüllt ist mit Nebel und tief dunklen Gestalten, die tief dunkel sind. Ihr müsst ihn einfach selbst riechen, er ist unfassbar, so unfassbar facettenreich. Über den Duft sagt man gerne, dass man ihn entweder liebt oder ihn hasst. Das stimmt, ich liebe ihn abgöttisch und ich kann ihn einfach aus meiner Sammlung nicht mehr wegdenken. Ist so wundervoll. Ich liebe diese Düfte sogar so sehr, dass ich sie immer noch in der Umverpackung aufbewahre, dass da ja nichts dran kommt. So paranoid bin ich. Genau wie mit dem hier, und zwar Tom Ford Velvet Orchid. Tom Ford hat so eine ganze Orchid-Reihe, also da sind verschiedene Düfte mit Orchideengeruch. Jetzt kam auch ein neuer raus, Orchid Soleil, der leider überhaupt nicht gut ist. Also für mich jedenfalls riecht er nicht gut, vielleicht gefällt er euch. Und oh, Velvet Orchid ist für mich mein absoluter Frühlings-Sommerduft. Der ist sehr cremig, sehr hell, sehr freundlich, hat auch Honig drin, was auch mit der Zeit immer wärmer und schöner wird. Der hält, mein Gott, Freunde. Tom Ford Parfums, die halten so unglaublich lange, gerade in den Haaren. Den hier rieche ich sogar noch, nachdem ich duschen war. Da kann man wieder sehen, dass ich nicht gründlich genug bin. Auch hier wieder wunderschöner Flakon. Der Duft, Gott, der sucht wirklich seinesgleichen. Riecht den unbedingt mal. Den könnt ihr, ich glaube, die meisten Douglas-Filialen haben jetzt diese Basic-Düfte von Tom Ford aufgenommen. Also solltet ihr den auch mal erschnüffeln können. Kommen wir aber, glaube ich, jetzt mal zu meinem absoluten Lieblingsduft von allen. Also fast absolut. Gleich kommt noch einer, der nochmal alles toppt. Aber der hier, oh mein Gott, der hat letztes Jahr wirklich ein Erdbeben losgelöst. Von Tom Ford, wie auch zuvor, Tom Ford Noir Pour Femme. Tom Ford hat ja schon das Noir für Männer, was auch sehr gut riecht. Allerdings ein bisschen zu würzig. Also vielleicht, wenn ich
40 oder 50 bin. Vielleicht kann ich es dann tragen, aber mittlerweile ist er mir zu erwachsen und noch nicht meines Alters entsprechend. Ich bin ja noch unter 30, ne? Ich werde 28 jetzt bald. Und hier auch wieder absolute Flakonliebe. Auf dem Deckel TF und auch hier an den Seiten so einprägniert TF und der Duft. Gott, Leute, es gibt einfach keine Worte. Es gibt keine Worte, die das beschreiben können. Ich gucke gerade mal in meine Lampe, ob ich sehen kann, wie weit ich ihn aufgebraucht habe. Aber ich glaube, ich bin schon sehr weit runter. Ich meine schon bis zur Mitte. Denn ich habe mir damals nur den 30ml Flakon gekauft, denn der ist schweineteuer. Tom Ford Düfte sind wirklich kosten Arm und ein Bein. Gerade schon diese schlichten, also aus der normalen Kollektion. Gleich kommt noch einer aus seiner Private Collection. Und Freunde, da könnt ihr euch ein Bein ausreißen. Der Duft ist so sexy. Ich denke an eine Frau mit Lederjacke und rotem Lippenstift oder mit einem wunderschönen Herbstmantel, der fast auf den Boden geht und sich selbstbewusst hat, Overknee-Stiefel an und weiß, was sie will. Und Gott, der ist rauchig, dunkel, tief, hat trotzdem verspielte Vanille drin. Leute, wenn ihr den noch nicht gerochen habt, bitte, bitte tut mir den Gefallen, geht gleich in den Douglas und riecht dran und schreibt mir unten rein, was ihr dazu sagt, denn der, Gott, das ist wirklich mein absoluter Signature-Duft. Ich kann nicht ohne den. Ich werde mir auch auf jeden Fall, wenn der leer geht, die große Flasche holen, denn damit hat Tom Ford wirklich das absolut Beste geschaffen, was er bisher geschaffen hat, finde ich. Kommen wir jetzt zum absoluten Klopper. Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass ich auch einen Duft aus der Private Collection von Tom Ford habe und diese Düfte sind so arschteuer, dass man am liebsten weinen möchte, aber dann an den Düften riecht und denkt, ach ja, deshalb ist der so teuer. Und die sind einfach wirklich unglaublich edel. Das ist der Duft Tobacco Vanille, sag ich dazu. Tobacco Vanille wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ist ja auch wurscht. Der Duft ist wundervoll, also einfach nur wundervoll. Über den Duft wird gesagt, dass er unfassbar männlich riecht, es sei denn, er wird von einer Frau getragen. Und ich habe den bis jetzt noch an keinem Mann gerochen. Ich weiß auch nicht, ob der unbedingt was für Männer ist, denn für mich riecht er durchaus weiblich. Aber doch, Unisex kann man ihn schon tragen. Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht erlebt an einem Mann. Ich möchte es gerne mal riechen. Vielleicht werde ich da ganz ratig von. Dieser Duft wird sehr oft als Meisterwerk beschrieben und so würde ich ihn sogar auch beschreiben. Meisterwerk ist das perfekte Wort. Die perfekteste dunkle Vanille, umhüllt mit Tabakduft. Es ist ein absolutes Fest, wenn ihr solche dunklen Geschichten mögt. Das ist absolut keine Victoria's Secret. Ach, ich sprühe mich mal so ein kleines bisschen mit Vanille-Bodyspray ein. Tobacco Vanille ist die Puffmutter unter den Parfums. Ich sag's euch, Leute. Gott, das ist einfach mein absoluter Herbstduft. Immer wenn ich im Douglas in der Schildergasse war, habe ich mich damit eingepufft von oben bis unten. Und davon braucht ihr einfach wirklich wenig und er hält so lange. Bis zu 10, 12 Stunden locker. Und auch an der Kleidung, an den Schals bleibt er so schön dran. Und er ist einfach auch so wunderschön gemütlich. Und Gott, ich kann nicht aufhören dran zu riechen. Das ist so die absolute Perfektion. Wie gesagt, es ist nicht fürs kleine Budget, das sage ich euch. Und das hier ist nur die 50ml Größe und die kostet schon, Freunde. Aber wenn das auch euer Ding ist und ihr das so erleben möchtet, ist das durchaus wert, darin zu investieren. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mir den gegönnt habe. Und freue mich absolut auf den Herbst. Da habe ich ja auch viel zu erleben bei meiner Duftsammlung. Und das war es auch schon von meiner Duftsammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare euren absoluten Signature Scent, also euren Lieblingsduft. Ich bin da immer so neugierig drauf. Ich verlinke euch auch ein paar Seiten, die interessant sind, auch über Düfte und wo ihr halt über Düfte recherchieren könnt und nachlesen könnt, was da für Duftnoten drin sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.